Portfolio auch, wo wir noch beim Thema Schöpfen sind, wenn jetzt hier gerade die erste Kette mal so rein in die Mulde transportiert wird. Das macht er übrigens sehr geschmeidig und sehr leise. Das wollen wir an der Stelle mal erwähnen, oder? Ja, ganz genau. Das hast du gut beobachtet. Dieser gigantische 6,8 Kubikmeter Facelöffel. Geschmeidigkeit täuscht nicht, denn gerade die Entwicklungspriorität beim Jahre 89 war eine harmonische Gesamtbewegung und eine extreme Energieeffizienz. Vor allem, wie wir die Maschine entwickelt haben, als Nachfolger des bekannten 984, da war die Prämisse gleicher Kraftstoffverbrauch bei 15% mehr Produktivität. Das erreichen wir mit einem elektronisch vorgesteuerten Hydrauliksystem mit Regeneration Plus. Regeneration klingt doch gut, oder? Also Regeneration hatte ich heute Nacht leider zu wenig. Die Nächte hier auf der Schneidetour sind ja relativ kurz. Aber die Maschine regeneriert wahrscheinlich dann auf andere Art und Weise. Ganz genau. Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Abwärtsbewegen nicht so viel Hydraulikenergie benötigen, dann sieht man oben diese Blöcke und die leiten das Öl direkt wieder an den Fuß des Hydraulikzylinders und nicht durch den Tank. Das spart schon mal Energie. Und wenn man jetzt wunderschön sieht, wenn er beim Schwenken abbremst, diese Energie hydraulisch, die nutzt man dann auch gleich wieder zum Heben dieses gigantischen 6,8 Kubik Heavy-Duty-Abgefäßes. Es ist quasi wie so eine hydraulische Rekuperation, heißt das richtig? Ganz genau, das kann man auch absolut so sagen. Rekuperieren heißt also Energie rückgewinnen und genau so ist es. Ganz kurze technische Frage an dich, was hast du für eine Schuhgröße? Ja, meine Güte, ich habe jetzt normalerweise, je nach Aussehen, aber 44 wäre der Standard. Ja, das ist die perfekte Standardgröße. Jetzt habe ich die Überraschung. Unser 80er, der hat eine Schuhgröße 46. Bedeutet, SME ist immer der nächstgrößere Unterwagen. Das heißt, der Wagen hat praktisch die Schuhe vom nächstgrößeren an, wenn man in Österreich sagt, damit noch stabilerer Stand. Schau mal, wie der steht, wie eine 1. Längere Lebensdauer natürlich, ganz wichtig hier in der Gewinnung vom Stromdruck. Gibt es aber natürlich auch als normalen 89er. Insofern sieht man es auch schon, wenn er da hineinlangt, wenn man mal kurz schaut, der rückt und rührt sich nicht. Was dagegen sich bewegt, ist die Kabine. Umso wichtiger, dass der Fahrer da oben erschütterungsfrei mit dem ordentlichen Arbeitsplatz bekommen hat. Ja, 100%, das ist unser Victor und wenn man sieht es nicht nur an den LED-Scheinwerfern, dass er perfekte Sicht nach allen Seiten hat, eine richtig schöne große Kabine, natürlich auch mit, wir sind ja lieb, wir bauen ja auch Kühlschrank mit einem gekühlten Staufach, gekühlte Rückenlehne, elektrisch einstellbare Spiegel, Kameras nach allen Seiten, also wirklich ein toller Arbeitsplatz, wenn man nichts so schon ausmacht, vielleicht nächste Steinexpo, tauschen wir einmal Platz. Ja, sehr schön, das ist schon mal gut und ich glaube auch nur sozusagen erstmal ein kleiner Schnupperkurs in Sachen Liebhaber, wir sehen ja da auch noch eine ganze Menge mehr. Danke erstmal für den Moment, jetzt haben wir nämlich in der Zwischenzeit schon die Mulde vollgepackt, die HD605, jetzt pickepacke vollgepackt, das heißt beim Kurvenfahren ist er da jetzt absichtlich auch schön langsam unterwegs, damit dann auch keine Steine runterfallen und langsam kann man auch schön zeigen.